Hallo Jäger, ich wette, ihr habt viele Fragen. Kacke muss gehen. Man sieht sich. Christstoff schreckt seinen Hals, um die Augen blicken zu halten können. Hört zu, ihr müsst mich hier rausholen. Entweder fesseln sie mich oder sie übergeben mich dem Schattenhammer, vielleicht sogar beides. Sie haben mich in Ketten gelegt und sie mit einem Schloss festgemacht. Garga bewacht diesen Schlüssel in seiner persönlichen Schatzkammer auf. Tötet Garga, wenn ihr müsst, solange ihr mir den Schlüssel besorgt. Christopher schüttelt verzweifelt seine Schönen Gliedmaßen. Tag noch. Okay. Na komm, du bist frei. So, mehr rette ich nicht. Keine Lust. Okay. Du wirst ja keinen Schattenblitz casten. Oh wow. Hab den Boss ungewollt geaggrot. Warum nicht beide killen? Perfekt. Ach komm. Okay. Ein schwer in der Haut gebundenes Foliant liegt offen auf dem Tisch. Die blitzartige Schrift in rostfarbener Tinte ist nicht entzifferbar und wirkt auf der euch wie gekritzelt. Zwischen einigen der Seiten liegen jedoch eine Notiz mit Übersetzungen. Das muss das Buch sein, das ihr sucht. Ihr könnt den Text nicht lesen, aber die Diagramme scheinen darauf hinzudeuten, dass die Geräte um euch herum in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert werden müssen. Ein Absatz der Akrophyten wurde in moderner Sprache übersetzt. Am Anfang war der ewige Schatten. Hass loderte und Feuer war geboren. Wunden vernarbten und zeugten die Erde. Schmerz und Schreie gebaren und den Wind. Und dem Himmel weinte ein Meer aus Wasser, aus Tränen. Wir leben im Schatten. Die Welt, die wir kennen, erschaffen aus Wut, Leid, Schmerz und Tränen. Okay, Feuer, Erde, Luft, Wasser. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Der Manipulator. Was ihr glaubt, hier tut ihr da, Jäger, weg von diesen Instrumenten. Könnt ihr das Auge nicht kontrollieren? Sugar wird es wissen, ihr werdet bestraft. Ja. Erfüllt von diesen Energien der gefangenen Elemente steht ihr vor dem Zwillingsergriffen, der dann sich wie von Geisterhand um. Plötzlich seht ihr, dass das Auge, was das Auge sieht, ist sie, steht dann unter eurem Befehl. Das könnte interessant sein. Ist das besser? Ist das besser? Tempo. Ihr zwingt euren eigenen Bild in das Auge und bringt es dazu, andere Befehle zu geben. Währenddessen spürt ihr eine andere Präsenz im Auge, die euch begutachtet und nach euren Schwächen sucht. Ein weiter entfesseltes Wesen schäumt vor Wut. Ihr habt euer heute ein paar Feinde gemacht. Bearbeitet ihr es getan und die Ogre werden euch ge gegenüber freundlich sein. Kehrt zu Royce Abendwisper am Schrein von Goldrin zurück. Berichtet ihnen, was ihr erreicht habt. Okay. Okay, sie sind gelb. Das ist schon mal positiv.
grüßt. Was kann ich für euch tun? Schlüssel, jetzt bitte. Seid vorsichtig. Das versteckt nach, schreckt sich nach unten, um den Schlüssel zu schnappen. Das wurde aber auch Zeit. Er windet sich aus diesen Fässern und versucht, das Schloss um seinen Rücken zu erreichen. Könnt ihr hier vielleicht ein bisschen helfen? Auf dann. Hört mich hier raus. Greift nach oben an Christophers Fesseln, um zu lösen. Gut, spurt zum Ausgang. Ich werde euch folgen. Wenn wir getrennt werden, meldet euch wieder hier und stellt sicher, dass sie mich nicht erneut geschnappt haben. Seid vorsichtig. Gut, holt euch gut los. Ihr kämpft gegen die Ogre. Und ich nicht. Zum Ausgang. Wo ist der Junge hin? Ach so. Hallo? Braucht ihr etwas für die Allianz? Ja gut, die Quest ist deutlich einfacher, wenn Ich bin Auge des Zwielichts, erblickt euren Meister. Eure Aufgabe ist zum Hüscher erledigt. Kehrt dorthin zurück, wo ihr herkommt. Tötet alle, die euch etwas anderes weiß machen wollen. So will das Auge. Okay. Sicher doch. Sicher doch. Ah. Nice. Ich bin ganz wohl. Rückkehr nach Aspavent. Hallo? Ja, was? Ihr? Oh, seid ihr einer von denen, die ich auf der Suche nach Auge des Zwielichts geschickt habe, oder? Gute Arbeit. Sehr gut. Ich schätze, das ist eine wichtige Lektion für euch. Nehmt niemals Befehle von einem großen violetten Ball an. Christoph, oh ja, den, ich erinnere mich. Ich habe ihn auf etwas geschickt, was man als Selbstmordaktion bezeichnen könnte. Er hat überlebt, das heißt dann wohl, dass er gescheitert ist. Dennoch verdient ihr eine kleine Entlohnung für eure Mühen. Was ein Arschloch! Hallo? Hat das Gebäude gewirkt? Sehr gut. Wollten wir nur hoffen, dass der Schaden nicht dauerhaft ist. Dem Zustand dieser armen Opfer hier im Lager nach zu urteilen, haben die Schattenhammerkultisten ihren Geist ganz schön verwirrt. Mögen die Reisen sicher sein. Vorschuss in die Feuerlande. Oh Lord. Hallo! So. Eure Reisen sicher. Dank eurer Bemühungen sind wir vielleicht schon bald in der Lage, den frühen Glanz des Schreins wiederherzustellen. Aber zunächst müssen wir das Tal sichern. Südlich von hier ist eine Gruppe von Ogern unter der Leitung von Gargoyle ein Lager in einem stinkenden Unterschlupf errichtet. Ich würde Gargoyle nicht als Bedrohung bezeichnen, sondern vielmehr als enorm massige Hindernis auf unserem Weg, das uns von den echten Gefahren ablenkt. Doch müsste eher an seine Gorillas gehen. Tötet Gargoyles Diener im Goldrins Namen. Man sieht sich. Okay. Ah ja. Das ist ja eigentlich praktisch. Wenn die noch alle gelb sind, dann ist das alles kein Problem. Ja. Ich mag den Hygie tatsächlich. Die Quests sind zusammenhängend.
Größtenteils. Wobei. Ja, die sind eigentlich alle größtenteils zusammenhängt. Scheiß Schluck auf. Wow. Zwei müssen wir noch töten. So, das war's an der Stelle. Hallo. Schönen Tag. Habt ihr diesen Ort richtig aufgenommen, oder? Gut gemacht, Hidre. Die Nachtelfen haben mir eine Geschichte erzählt, wie Goldum sich einem Schreckensort gestellt und ihn getötet hat, während drei andere an seine Flanken hingen und das Fleisch versenken. Ich frage mich, ob ihr oder ich je derartige Stärke beweisen können. Auf dann. Habt ihr den Unterschlupf ausgezeichnet Arbeit geleistet, oder während eurer Abwesenheit habe ich den Schrein gebeten? Ich habe den Schrein gebeten. In meiner Vision hatte ich Holt und ein aufmerksames Auge auf euch. Aber wir verharren schon zu lange in Verteidigungsstellung.